So, große Aktion. Ich habe mich gerade fertig gemacht, eingepackt. Ins Auto habe ich schon alles. Ich glaube, ich habe alles dabei. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich mache mich auf den Weg nach Deggendorf. Und zwar mit unserem Hundetaxi. Ui, bisschen Gegenlichtprobleme. So, so geht's noch. Und zwar hole ich dort ein Motorrad. Und zwar war mein Traummotorrad, das ich jetzt unbedingt immer haben wollte, ist ja die BMW F650 bzw. 650F Fanduro auch genannt. Und die bekommt man immer so um die 2000 Euro. Allerdings haben die oft dann auch schon 70.000, 80.000 Kilometer drauf, was ein bisschen arg viel ist. Und in Deggendorf gibt es eine Aprilia Pegaso 650, was vom Prinzip her exakt dasselbe Motorrad ist. Wurde sogar im selben Werk gebaut wie die BMWs damals. LKW abbauen. Die Aprilia Pegaso 650 ist, bis auf optisch ein paar kleine Details, nahezu dasselbe Motorrad. Vor allem, es hat denselben Zylinder, oder der Zylinderkopf ist ein bisschen anders, hat ein Ventil mehr. Aber es ist nahezu das gleiche Motorrad. Wurde auch damals von Aprilia in Italien gebaut, ebenso wie die BMW, also sind im selben Werk produziert worden. Und so eine habe ich gesehen, online auf eBay Kleinanzeigen, für schlappe 980 Euro mit 40.000 Kilometer drauf und TÜV. Und das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Da fahren wir jetzt hin. Ist ein bisschen weiter, sind einfach 130 Kilometer rauf in die Oberpfalz. Aber den Weg nehme ich schnell auf, weil das wäre ein super Angebot. Ich hoffe, dass da was taugt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Kamera ist dabei, die GoPro habe ich mit. Jetzt holen wir die Cornelia ab, die muss mich fahren. Und wenn das Motorrad was taugt, nehmen wir es mit. Und ihr wisst schon. Also. Man hört ganz gut. Moped haben wir gekauft, haben wir mitgenommen. Ich mache noch schnell ein paar Aufnahmen, solange noch ein bisschen Licht da ist. Allerdings vor Ort konnte man nicht filmen, weil der hatte seine Kinder mit da und so. Da wollte ich das dann lieber lassen. Morgen bin ich sowieso in Salzburg, aber spätestens übermorgen gibt es dann nochmal ganz viel Material von. Vom Fahren her ist es total angenehm. Jetzt haben wir die ersten 100 Kilometer quasi rundum und um. Muss es dann irgendwann mal prüfen und schauen, ob sie rechts saut oder sonst irgendwas tut. Weiß ja so noch nichts. Ich hoffe, dass alles soweit passt. Werden wir sehen. Hoffentlich war es ein guter Kauf.